Hallo, es ist wunderschön, dass ihr alle schon um 13.10 Uhr aus dem Bett gefallen seid. Wir sind heute hier zu Sicherheit in die Breite tragen. Okay, das ist auch nur ein Testdurchlauf. Ignoriert einfach, was ich tue. Das Bock ist noch nicht wach. Und jetzt ihr. Ja, wir können Aufwärmübungen machen. Wunderbar. Nice, sehr gut. Sehr gut, das ist wirklich das Erste, womit die Aufzeichnung jetzt anfängt. So. Genau, damit wir uns nicht zu sehr in die Breite tragen, haben wir gerade ein bisschen Frühsport gemacht. Wir reden heute über Sicherheit in die Breite tragen, also nicht wir, der Kollege redet über Sicherheit in die Breite tragen. Ich habe gehört, du bist furchtbar schlecht in Capture the Flag. Das vereint uns. ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vortrag. Danke. Ja, genau. Im Wesentlichen Sicherheit in die Breite tragen oder betreutes Hacken, aber vielleicht für Kontexte, die nicht so das ganz klassische Chaos sind, aber die Leute, die da draußen unterwegs sind und in diesen anderen Realitäten unterwegs sind, weil diese Menschen machen ziemlich wichtige Dinge und irgendwie ist es cool, wenn man die irgendwie mitnimmt. Aber erstmal ganz kurz, damit ihr wisst, und wenn jetzt irgendwie spannende Liebesbriefe oder so kommen, die kriegen Fokus, damit ihr wisst, wo ich dann gerade unterwegs sein werde. Ich werde mal ganz kurz was erzählen, wer bin ich, wie bin ich eigentlich in dieses Ding reingestolpert und meine Spielwiese, kurzes Dankeschön an der Stelle, dann warum haben wir hier eigentlich ein Problem, dann beim Ablauf, wie macht man eigentlich so ein betreutes Hacken in diesem spezifischen Kontext? Tooling, was da so alles drum ist und natürlich so Lessons learned, so hätte mir mal wer sagen können, ist alles gut gegangen, aber wenn ihr das dann auch macht, damit ihr ein bisschen wisst, worauf ihr euch da einlasst. Los geht's. Ja, ich habe irgendwann mal irgendwas mit Mathe gemacht, bin darüber in die Numerik gestolpert, von der Numerik bin ich ins Hochleistungsrechnen gestolpert, war dann irgendwie super irgendwie in der Programmierung unterwegs, bla 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 bla, alles ist wichtig mittlerweile. Bin ich irgendwie mehr mit Infrastruktur und so Pipelines, dieses schöne CI/CD-Zeug. Bonuspunkt, wie deployt ihr euer CI/CD-Zeug? Schöne Übungsaufgabe. Bitte nicht mit der gleichen Pipeline, danke. Wie schon angekündigt, ich bin richtig schlecht im CDF-Spielen. Ich bin tatsächlich irgendeinmal einen lustigen CDF reingestolpert bei einer Mathe-Olympiade. So bin ich tatsächlich ins CDF-Spiel reingekommen, habe festgestellt, ich bin super schlecht. Alle anderen sind so viel besser. Aber spannend und man lerne Dinge, cool, will ich auch machen. Und darüber bin ich dann irgendwie in das Chaos reingestolpert und ja, so bin ich jetzt hier. Obwohl ich so schlecht bin und ich gucke und sehe, so viele Leute sind so viel besser im CDF-Spielen und CDF ist ja nun wirklich eine schöne Spielumgebung. Ja, in der Realität habe ich trotzdem schon viel zu viele Sicherheitslücken. Sei es der klassische Index, den man runterzählt, Dinge, wo plötzlich mal Daten public waren, die nicht public sein sollten. Wie, wenn man da lustige Dinge hinwirft auf diesen Dienst, dann fängt der plötzlich an und macht interessante Dinge und erzählt Dinge, die er vielleicht nicht erzählen sollte oder überlegt sich auch, ach, ich funktioniere einfach mal nicht mehr. Kann nicht sein. Wie kann ich da so schlecht sein und trotzdem Dinge finden? Die Erklärung ist nicht, dass da irgendwie so ein großer Gap ist, sondern nee, diese Realität da draußen sind leider auch sehr viele Dinge unterwegs, die echt wehtun. Es ist natürlich die Sache so, warum? Wie konnte das so lange passieren? Wissen wir, weil, ja, und dann stellen wir fest, so, die Leute, die das gebaut haben, haben das ja nicht bewusst gebaut mit den Fehlern und Schwachstellen, sondern das ist so passiert. Und warum? Ja, meistens mangelndes Bewusstsein, den Blickwinkel nicht gehabt. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch über Leute, die sich mit User Experience beschäftigen, um mitzubekommen, wie schlecht die Interfaces, die ich designt hatte, waren. Wie unbenutzbar sie für Menschen waren, die nicht ich sind, sondern mit einer anderen Perspektive. Und kurz danach sind wir mit einer Person mit Sehbehinderung angequatscht worden und haben festgestellt, dass wir beide keine Ahnung hatten. Also es ist absolut normal, dass man da nicht weiß. Und deshalb die Frage so, wie machen wir das jetzt, dass für dieses kleine Nischenthema so Security, Data Breaches, dass wir das vielleicht bisschen mehr auf den Schirm bekommen. Die ganzen technischen Sachen, Workshop, hands-on, das ist das Wochenende, wo man irgendwie Menschen dann super tief in ihrem Thema drin sind. Das ist gar nicht das Ziel hier. Mir geht es nur darum, wie kriegen wir die Leute eigentlich zusammen und wie kriegen wir dieses Bewusstsein rein, weil ja, alle haben diese lustigen Compliance-Dinge. Ich hatte da ein paar lustige Ideen und dachte so, probieren wir mal aus. Und da muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, danke für die Sulzer GmbH, das ist nicht der Pumpenhersteller, sondern es gibt einen Software-Dienstleister, der genauso heißt. Da habe ich ganz gerne mal Spaß am Gerät und die waren
verrückt genug, als ich gesagt hatte, ich hatte da so eine Idee und habe mich mal machen lassen. Und ein Großteil der Erfahrung kommt einfach von den Dingern, für die sie auch ihre Marketingkanäle und so bereitgestellt haben. Ich habe es auch mit Leuten in anderen Firmen versucht zu quatschen. Anderswo war deutlich mehr. Genau. Trotzdem, auch wenn ich bei denen arbeite, aber meine Meinung, die ich hier losgebe, meine Typen sind alles meine eigenen. Das ist hier mein Freizeit-Talk. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich sie als Testfeld nutzen konnte, weil wo kriegt man mal so schnell einen Verteiler, an dem man 600 Leute erreicht, her? Ja, genau. Hier ein ganz wichtiger Disclaimer. Gerade diesen Gap zwischen so CTF und Realität. Ich bin Dienstleister. Das heißt, ich komme typischerweise in Situationen dazu, wenn die Kacke schon brennt, wenn Dinge schon kaputt gegangen sind und wenn die internen Teams es nicht hinbekommen. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, das ist die Realität da draußen, weil vielleicht ist sie das für manche, aber in anderen Fällen haben Leute ihre Prozesse super gut im Griff, sind super hinterher. Ja, wenn ihr dazugehört, cool, mehr von euch, erzählt Leuten, wie man das macht, weil offensichtlich das Leute nicht wissen. Wir wissen aber auch, es fangen regelmäßig neue Leute an und da sieht man, kann man es noch nicht gewusst haben, also erzählt das bitte selber auch Leuten. Und dadurch sehe ich natürlich überproportional viel Fremdencode und es ist natürlich leicht, wenn man hinkommt und das Ding ist schon kaputt, zu sagen, hier, ist nicht cool. Es ist so viel schwerer, das Ding von Anfang an richtig zu machen. Und wenn ihr das halt alles im Griff habt, sehe ich das nicht. Ich habe da einfach einen Selection Bias mit dem, was ich wahrnehme. So, dieses klassische XKCD kennt ihr. Ja, wenn man es noch nie gemacht hat, irgendwann ist man immer zum ersten Mal dran. Und genau, ja, nur mal, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwer lesbar sonst. Genau, das Problem halt, es sind alles Dinge, die, ja, alle wissen es, ja, was kommen ständig neue Menschen nach und die können es noch nicht wissen und ja, dann gibt es eine Lernrate und die muss halt permanent hochgehalten werden. Gut, jetzt mal ein bisschen Shift, etwas spezifischer auf den Kontext, in dem ich unterwegs bin. Ich arbeite oft mit Leuten zusammen, die in ihrer Fachdomäne, in ihrem Bereich super tief drin sind. Super cool, super tief drin. Die haben super viel Domänenwissen. Auch Domänenwissen über Themen, wo ist das wichtig? Braucht man das? Ja, aber gucke ich aus meiner Perspektive. Sie gucken genauso auf meine Themen wie Infrastruktur, Availability, Security-Anforderungen. Und denken so, ist das wichtig? Brauche ich das? Wessen Realität stimmt denn jetzt? Ich glaube, wir müssen reden. Und Kompetenz in dem einen Bereich ist leider nicht transitiv in den anderen Bereich. Ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung von numerischer linearer Algebra. Lasst mich bitte keine diskreten Algebren bauen. Das geht schief. Habe ich versucht, bin ich sehr dolle, mich auf die Nase gepackt. Und in der Analysis war ich auch nicht unbedingt meine beste Stärke. Also das sind irgendwie so zwei Dinge. Und das andere ist, cool, ich weiß, ich habe das ganze Wissen ran. Du hast so. Und jetzt haben wir da eine externe Deadline, Stress, vielleicht hat er gerade wer ein Beziehungsproblem, vielleicht ist wer krank. Das sind andere Dinge, die beeinflussen uns. Und dann machen wir Fehler. Hallo Menschen. Ja, und dann ist natürlich diese Umsicht und Gucken und dann hat man vielleicht noch Termindruck. Wird schief, Fehler passieren. Aber vielleicht ist es da cool, wenn dann andere Leute, die vielleicht von diesen externen Faktoren in dem nächsten Moment getroffen sind, dann sagen können, hey, du, möchtest du vielleicht mal da drauf gucken? Oder was du da gebaut hast? Cool, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Kommen wir nämlich genau zu dem Threat Model. Ich gucke jetzt in diesen Raum und ich stelle wieder fest, ja, wir sind eine sozial gesehen sehr besondere Gruppe, die sich mit Security-Themen beschäftigen kann. Weil dafür sind ganz viele Voraussetzungen notwendig, sozial, ich sag mal, finanzielles Kapital, aber auch soziales Kapital, gewisse Veranlagungen, die man jetzt auch nicht sagen kann, so, ja, ich will die jetzt unbedingt haben, sondern es sind ganz viele Dinge, die zusammenspielen und dadurch sind wir in gewissen Aspekten relativ homogener Haufen und da überblickt dann schnell mal Dinge von Leuten, die in anderen Wegen unterwegs sind. Wer von euch hat vielleicht mal zu tun gehabt mit Leuten, die Pflegegrad haben? Das sind die Prioritäten im Leben andere. Und das sind ganz andere Threat Models dann dabei. Wer noch nie einen Stalker oder eine Stalkerin hatte, wird wahrscheinlich das nicht so als Szenario, wenn ich eine Software baue, hoppala, kann man das Ding dafür missbrauchen, zu tracken, wo Leute sind. Weil die meisten Leute in dieser Bubble dieses Problem nicht in dem Maße hatten, wie es vielleicht andere Umgebungen hatten. Zumindest ist es mir gerade auch im beruflichen Kontext aufgefallen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ist cool, dass ihr das Problem nicht habt, aber andere Leute haben dieses Problem. Dann
haben wir dieses schöne so, das CIA-Modell wird in so ziemlich jeder Compliance-Schulung abgefragt. So, ich will verfügbar sein, ich will konsistent sein und ich will natürlich eine Integrität in meinen Diensten haben. Alles schön. Ja, aber das ist eine schöne Checkliste, die habe ich abgehakt und dann arbeite ich weiter an dem Ding und nicht funktionale Anforderungen fällt gerne mal hinten runter in der Praxis. Vielleicht nicht bei euch, aber es passiert. Sehe ich zu oft. Und okay, cool, ich habe einen schönen Dienst gebaut und der macht genau das, was er soll. Aber der hat noch so einen Seiteneffekt, weil da drüben gibt es noch so eine andere Sache, die gebaut ist. Und das, ja, das war einfach nie geplant, zusammenzuschalten, aber jetzt ist es passiert. Und dann haben wir dann so eine Späße wie, eigentlich jetzt können wir plötzlich Daten miteinander korrelieren und plötzlich werden Dinge, die vielleicht davor so pseudonym waren und vielleicht für sich genommen, okay, doch nicht mehr so cool. Und das ist jetzt auch kein rein technisches Ding, was ich mit einer Checklist immer abgehakt bekomme. Ich hatte eine Weile lang mehr mit Menschen zu tun, mit visuellen Einschränkungen. Das ist gerade wieder weniger. Und ich merke bei mir selbst, dass teilweise mein Bewusstsein für diese Problematiken nachgelassen hat. Hilft tatsächlich an der Stelle nur mehr diesen Kontakt. Hin und wieder mal gucken, oh stimmt, das war ja mal ein Problem. Ist das Problem weg? Nein. Ja, und der wichtige Aspekt, Leute, redet mit den Leuten um euch rum. So. Die Menschen haben durchaus auch ihre Bedürfnisse und die machen das aus guten Gründen und wahrscheinlich wissen wir auch selber nicht genau, warum andere Leute so machen. Zuhören hilft. Gut, jetzt genug von dem sehr High-Level-Thema. Gucken wir mal an, mit welcher konkreten Zielgruppe ich das durchgespielt habe. Das war nämlich im Wesentlichen, fällt das auf drei Gruppen zusammen. Zum einen die Leute, die hauptberuflich ITler sind. Werkstudenten, Seniors, Azubis, Entwickler, Admins. Also Leute, die eigentlich genau in diesem Bereich, das, wenn sie es nicht wissen, wer soll es denn sonst wissen? Sollen es die, wenn ich zu meinem Arzt gehe, mein Arzt ist wunderbar schön darin, meine gesundheitlichen Probleme zu analysieren, aber ich kann auch von dem nicht erwarten, dass, sonst müsste ich das ja auch können, was der Arzt kann. Und das hat einen Grund, warum da irgendwie Ausbildungsaufwendungen sind. Ja, und dann guckt man mal, mal kurz Hand hoch, wer hat mit Ausbildung so Fachinformatiker, Systemintegration oder Anwendungsentwicklung zu tun, so manchmal? Okay, als Ausbilder oder als Person, die daneben sitzt und die Leuten Fragen beantwortet. Jetzt in die Ausbildungskontexte geguckt. Security beim Fachinformatiker. Wo kommt das mal vor? Hängt ein bisschen an der Industrie- und Handelskammer ab, mit der man da gerade zu tun hat, aber das ist so in diesem ganzen Jahr. Wenn es gut kommt, wird es eine Woche. Meistens unter einem Tag. Und das sind dann die Leute, die kommen. Leute, die, wir haben ja ganz viele Leute im Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen drin. Und die haben natürlich andere Hintergründe. Und da ist das nicht unbedingt drin vorgekommen, weil wenn ich darum geht, ich baue jetzt meinen Taschenrechner und das ist meine erste Anwendung. Und dann komme ich so, oh, Datenbanken sind spannend. Woher soll ich mich denn da damit beschäftigt haben? Kann ich nicht voraussetzen. Ja, wir haben irgendwie alle diese tollen Compliance-Schulungen. Wir wissen aber auch alle, dass wir sehr viele Compliance-Schulungen haben und die und da sagen wir so, das bringt kein Geld rein, also man klickt die relativ schnell durch. Und ich weiß vielleicht noch so grob Ideen, was da drin war. Die Ansprechpartner, die in diesen Folien waren, wo ich bestätigt habe, ich kenne diese Ansprechpartner, ich wüsste sie nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht geht das anderen Leuten ja ähnlich bei anderen Themen. Also die Gruppe, die es eigentlich wissen müsste, in der Praxis aber genau die Gruppe ist, die meistens diese Dinge einbaut. Deshalb ist das tatsächlich die Gruppe, mit der ich da auch gerne Dinge tue. Dann Dienstleisterblick. Natürlich mit Partnern macht diese Workshops und diese betreuten Hacken. Warum? Zum einen, es schärft das Profil. Es bringt auch so, wir arbeiten ja nicht allein, sondern wir arbeiten ja mit anderen Leuten zusammen. Und das ist vielleicht auch der Selling Point, wenn ihr so eure Vorgesetzten dann vielleicht motivieren wollt. Warum wollt ihr das denn organisieren und warum sollen sie dafür Budget freigeben? Genau das. Ihr schärft euer Profil. Ihr zeigt, ihr könnt das. Natürlich, euer Marketing-Team wird sich freuen, wenn sie plötzlich so eine Nachricht bekommen wie, hier, wir haben einen Security-Workshop gemacht. Finden die immer geil. Netzwerk. Es gibt andere Leute, denen das Thema wichtig ist. Über solche Sachen lernt man sie erstaunlich gut kennen. Und so regionale Vernetzung und so wichtiges Ding. Chaos Bubble ist schön, aber es gibt auch rechts und links Leute davon, die durchaus vielleicht eher aus der Datenschutzecke kommen, vielleicht eher aus der Prozessecke kommen. Redet mit den Leuten, die haben meistens eine gute Intention dahinter. Und natürlich als Dienstleister, wenn man solche Workshops anbietet, natürlich das ist auch eine Marketingkampagne und gibt Geld. Aber mein Liebling sind die gemischten Teams. Also
Ich habe die Entwickler, die Admins, die Leute, die Operations machen. Ja, es gibt noch, wir sagen jetzt alle DevOps, aber diese Trennung gibt es noch erstaunlich häufig. Quality Assurance. Unser Controlling. Nehmt die Projektmanager mit dazu. Nehmt eure Vertriebler mit zu diesen Workshops dazu. Warum? Woher, die kennen das sonst immer nur sehr abstrakt. Und es ist das Gefühl so, okay, jetzt knacke ich diese Maschine. Ich habe da eine Webformular und ich habe da jetzt gerade einen lustigen String reingeworfen. Oh, und plötzlich habe ich hier, kann ich hier mit Dingen tun, die ich eigentlich nicht erwartet habe. Dieser Moment, dieses Erkenntnismoment, so, wow, was ist das? Teilt das mit Menschen. Gemischte Teams, die Leute müssen nicht programmieren können. Ganz häufiges Vorurteil. Im Gegenteil, so aus Erfahrungswert, so Hälfte bis ein Drittel der Leute mit nicht technischem Hintergrund, diesen Workshops, super cool, weil, wir hatten es vorhin, Kommunikation. Diese Leute müssen alle Bewusstsein haben, warum ist dieses Security-Thema wichtig? Warum müssen wir das jetzt Zeit einplanen? Warum hat das jetzt Priorität? Ihr müsst die Leute zusammenkriegen. Und es ist so praktisch, sie dann mal in einen Raum, an einer Spielaufgabe, wo wichtig, Spaß ist wichtig, niemand ist schuld. Es ist ein System, was ich hinstelle, ist bewusst kaputt. Das soll so. Ihr sollt nur verstehen, wie man damit umgeht mit einem kaputten System. Cool. Ja, man kann das auch mit Production-Systemen nehmen. Problem ist dann allerdings bloß, gerade Controlling ist dann meistens sehr unentspannt. Der Vertrieb ist meistens nicht happy. Die Entwickler und Admins haben vielleicht noch ein bisschen Spaß. Testing vielleicht auch, aber das ist dann nicht mehr dieses entspannte Setup. Wir wollen Spaß haben. Weil, ja, man lernt Dinge mit Emotionen. Wir haben so die Option. Wenn wir Dinge mit Emotionen lernen wollen, wir können die schön nehmen und die schlechten. Und ich möchte lieber mit Leuten Dinge machen, weil sie Spaß haben und weil sie es cool finden, als weil sie Angst haben. Oh, danke. Genau, also wichtiges Ding, freundliches Setup damit aufbauen. Und wirklich die zusammen. Und auch, weil dann verstehen, weil die meisten Entwickler haben keine Ahnung, was Controlling tut. Die meisten Projektmanager wissen nicht, was die Admins da hinten eigentlich genau anstellen. Die wissen so, das ist so ein Anforderungskatalog, was das ist. Hilft allgemein gut, diese gemischten Teams. Vielleicht nicht mehr als 10 Leute. Ich habe auch so ein bisschen so Unterschiede, wie viel Zeit macht man in diesen Gruppen. Natürlich, viel Zeit ist cool, aber hängt jetzt ein bisschen am Setup an. Mit so diesen unseren Techies. Das Vorteil ist, sie sind alle auf einem mehr oder weniger ähnlichen technischen Level. Ich muss weniger so Lücken schließen und diese Kommunikation anstoßen und Kommunikation gerade ziehen und Missverständnisse aufräumen. Kann man gut den Tag machen. Ich würde da jetzt nicht super Langes draus machen, weil irgendwann ist dann der Punkt, irgendwann muss es auch von selber gehen. Aber so, wenn man sowas mit Partnern und so macht, macht einen 2-3 Stunden Workshop, länger nicht. Niemand wird von den anderen vorbeikommen bei euch und sagen, hey, ihr macht einen coolen Workshop, aber es kostet mich den ganzen Tag. Kommt kein Mensch vorbei. Macht ihr abends für 2-3 Stunden was, cool. Gemischte Teams, kommt drauf an. Wir haben es tatsächlich bei unseren Azubis zum Beispiel tatsächlich mit in den Lehrplan reingekriegt. Da ist es tatsächlich, sind das dann Blöcke. Cool, kann man damit machen. So 2 bis 10 Stunden würde ich so für die gemischten Teams, weil es ist anstrengend. Leute kommen mit was zu tun, was, mit dem sie davor vielleicht noch nie was zu tun hatten. Das ist anstrengend, dann lassen sie Menschen durch. Wir haben jetzt hier ein paar Tage schon sehr tolle Vorträge gehabt. Ich bin auch nicht mehr so vielleicht so erholt, wie ich am ersten Tag war. Das ist okay. Aber dann bitte überlasten wir die Leute auch nicht mit irgendwelchen Workshops, weil wenn ich überlastet bin, ist das mit dem Spaß immer ein bisschen doof. Ja, cool. Jetzt wissen wir, mit wem wir was machen wollen. Ja, wie geht's denn jetzt eigentlich? Eine kurze Vorstellung, was ist betreutes Hacken? Was ist das eigentlich genau? Was es genau konkret bei euch ist, ist doch tatsächlich unterschiedlich. Ich habe die Setups sehr verschiedene genommen, komme ich gleich noch drauf. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist sinnvoll, einen so kurzen Impulsvortrag, nicht mehr als 10 Minuten bei so einem Event zu haben, um alle mitzunehmen, um zu sagen, so, hey, das sind übrigens die Voraussetzungen. Wer hat da noch Probleme? Ja, kurz Hand hoch, cool, kümmere ich mich gleich drum. Oder vielleicht noch 2 andere Leute, wenn man die dabei in der Hand hat. Dann das Technikspielen. Das ist so etwa die Hälfte der Zeit von so einer Veranstaltung, wo dann eine Technik. Dann wir sind jetzt nicht auf einem, wir wollen nicht kompetitiv ein CTF spielen. Wir wollen gegenseitig was lernen. Dieser Teil, gegenseitig erklären, ganz wichtig. Nehmt spätestens so nach 2/3 der Zeit, cut. Und dann bitte, so erklärt du mal bitte der Gruppe da drüben, wie, was du da gemacht hast. Erklär du mal bitte denen, wie du das gemacht hast. Und ich erkläre mal, was ich mir da gedacht habe und warum das eine dumme Idee war. Ja, diese Dinge.
Und ganz wichtig, das Lagerfeuer. Es ist ein soziales Event. Ich möchte, dass die Leute im Nachhinein miteinander reden. Also gehen wir mal zum Tooling. Haben wir drei Sachen von Toolings. Wir haben einmal unsere Challenge. Ja, ich habe mir den Begriff aus dem CTF geklaut. Für unsere Teilnehmenden und für die Stimmung. Tooling für die, wie ich die Challenge hinsetze. Ich kann CTF-Challenges nehmen, wenn sie passen. Dann Vulnerable Web Application, Vulnerable Linux, wunderbar schön. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von dem OWASP Shop. Warum? Weil er sich super einfach deployen lässt und weil es super viele Tutorials gibt und ja, das hilft. Ja, es gibt so Anbieter wie Hexbox und so, haben auch tolle Sachen, mit denen man noch Spaß haben kann. Wenn man das Problem hat, dass Leute sehr unterschiedliche Geschwindigkeitslevel haben und unterschiedliche Skill-Level und sich an Leute anfangen zu langweilen, Vulnhub ist so ein bisschen mein Herzchen-Ding dabei geworden, dann kriegen die Leute, denen jetzt einfach sonst langweilig wird, nochmal eine extra Aufgabe, wo spannend ist, wo schwierig, wo man das Schwierigkeitslevel gut justieren kann. Ganz viel. Und es ist nicht so wichtig, ob wir das kriegen. Wenn wir eine Code-Injection hinkriegen, cool. Eine SQL-Injection, vollkommen ausreichend. Wenn das ein 2-Stunden-Ding ist, mir geht es darum, das metale Ding. Wie funktioniert es zusammen? Und jetzt kommen wir in den Bereich, der im Unternehmenskontext schwierig wird. Wo deployen wir den Spaß? Weil im Public-Internet, cool, das können wir alle benutzen. Ja, dummerweise alle anderen im Internet auch. Überlegt euch mal, was ihr macht. Nicht, dass ihr spontan Teil eines Botnetzes seid, während ihr da was deployt für euren lustigen Workshop. Andererseits, wie macht man das denn sonst, wenn man externe Leute dabei hat? Weil, wenn die dann vielleicht nicht in deiner geschlossenen Gruppe sind, nur vom Internet erreichbar, Firewalling. Prinzipiell ist das meistens die Lösung, mit der ich ein großer Fan von geworden bin, gerade in diesem Kontext, weil Compliance ist ein wichtiges Thema und wenn man sagt, hier, ich will etwas deployen, übrigens ist es verwundbar und ich weiß das. Viel Spaß damit, das an der Compliance vorbeizubekommen. Und die haben ja auch gute Gründe, warum die keine bewusst verwundbaren Systeme intern deployen wollen. Kann ich verstehen. Deshalb ist das so die Lösung, ja. Internes Netzwerk ist tatsächlich, gerade wenn ihr in einem Firmennetzwerk seid, was ganz doll abgeschirmt ist nach außen. Und jetzt sollen die Leute, und dann macht man das vielleicht auch in der Arbeitszeit, weil irgendwie lernen sie was und irgendwie ist es ja jetzt so, ja, ist schön, wenn es Spaß macht, aber irgendwo ist es auch Arbeit. Ja, da haben wir wieder unser Gruselkabinett in Compliance. Und die Compliance-Leute sind toll, aber ihr müsst ihnen erklären, warum das wichtig ist und irgendwie überlegen, so, wie kriegen wir ihnen die Anforderungen zusammen. Eine DMZ, wenn ihr sie habt und es da rein deployen könnt, cool. In der Praxis auch viele Unternehmen einer großen Größe, wo man denkt, ja, haben die doch locker. Nee. Ja, und dann gibt es die Variante, die ich jetzt schon mehr als einmal als Vorwerk genommen habe. Container oder VMs bauen und das bei den Leuten lokal deployen. Coole Idee, hat nur ein einziges Problem. Es setzt voraus, dass meine Teilnehmenden alle wissen, wie man mit VMs geht und selbst Admins kriegen das nicht immer zuverlässig hin. Und möchte ich jetzt einen Workshop machen mit, wie virtualisiere ich Dinge bei mir oder will ich einen so, hey, wir wollen gemeinsam an irgendeiner Challenge arbeiten? Ich so, ist Notnagel, auf jeden Fall vorbereitet haben, weil manchmal klappen gehen Dinge da kaputt. Gerade Netzwerk hat so lustige Macken, zu kaputt zu gehen. Aber es hat Krücken, weil es ist dann schwer, die einen können nicht so schnell mit den anderen teilen und das blockiert Kommunikation schnell. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen damit. Freue mich, wenn ich da auch irgendwie Talks höre. Und damit kommen wir bei unseren Teilnehmenden an. Sehr unterschiedlich, wo ich unterwegs bin. Mein Rettungshelm ist immer alles, was ich nur im Browser machen kann. Das ist cool, weil einen Browser haben alle. Hoffentlich. Ich kann natürlich den Leuten in Kali, in Parrot OS oder sonst wie eine gezielte Pentest, Red Teaming Distribution, ja. Wenn die Leute kein Vorwissen haben, vielleicht noch nie auf Linux waren, dann bin ich die nächste Hälfte der Zeit damit beschäftigt, Leuten zu erklären, wie sie die Shell aufmachen. Das ist nicht schlimm, weil, come on, setze mich zum ersten Mal in meinem Leben an irgendein ERP-System oder setze mich jetzt an ein ERP-System, ich bin komplett überfordert. Das ist okay. Aber ich kann nicht von den anderen Leuten erwarten, dass die spontan sich mit meinem Tooling auskennen. Geht nicht. Entwickler, ganz gerne, sie nehmen ihre eigene IDE und da wissen sie, wie sie skripten, da können sie drin automatisieren. Ist so ein schöner Notnagel, somit so, hier, wir müssen da ein bisschen was machen. Da haben sie im Hintergrund ihre ganze Virtualisierungslösung und wissen es meistens gar nicht. Und damit sind sie aber flüssig zu arbeiten. Cool, sie kommen, sind flüssig dabei, funktioniert. Virtualisierung, wenn alle Leute bei euch das Skillset haben, cool. Wenn einen virtuellen Desktop anbieten, cool.
aber das setzt, wenn ihr es nicht alles im Webbrowser machen könnt, voraus, dass die Leute ihre, dass die Tools und Skills im Griff haben müssen. Überlegt euch, mit wem ihr den Workshop machen wollt, und dann überlegt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Gerade mit externen, bring your own device. Ja, sehr schön, du bist beim Tooling plötzlich wieder beim Webbrowser. Wir haben tatsächlich häufiger Geräte gestellt, das heißt, wir haben Admins gesagt, Leute, macht mal bitte 20 Rechner fertig. Also waren keine 20, waren eher 5. Haben und die sind vorbereitet und da kannst du dann einfach loslegen. Das hilft viel. Ja, virtuelle Desktop-Integration, wunderbar toll, wunderbar schön. Ich mache es nicht oft genug, dass es sich bis jetzt gelohnt hat, dafür ein komplettes Deployment zu automatisieren. Ich weiß, dass Leute das gemacht haben, die hauptberuflich Workshops machen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Vielleicht kann mich irgendwer im Nachhinein auf irgendwie was hinweisen, wo man genau das schön umgesetzt hat. Und ja. Bring your own device würde ich nicht allgemein empfehlen, aber es passiert oft genug, gerade wenn man mit extern arbeitet, weil dann kommen Leute mit ihren Geräten und wollen auch mit ihren eigenen Geräten die eigenen Tooling-Dinge tun und dann hast du plötzlich so Probleme wie, wie kriegst du sie eigentlich in das Netzwerk rein, in dem das Zeug deployed ist? Oh, ah, du hast es da, okay, du hast es gefirewallt, aber es geht nur über diesen IP-Bereich. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Es ist immer nett, die Admins dabei zu haben, um Dinge ad hoc lösen zu können, aber dafür sind auch die Fallback-Geräte, weil auch Laptops gehen kaputt. Ja, auch so ein Laptop geht mal der Akku unterwegs aus. Und nein, die Leute vergessen ihr Netzteil. Und es wäre blöd, wenn das genau an der Stelle scheitert. Weil sie sind nicht da, um Laptop-Akku zu spielen. Genau, die nicht-technische Voraussetzung. So, es war jetzt gerade, die anderen beiden Slides waren so die Stichpunkte für später, vorhin ist online. Ihr wollt Leute zusammen. Habt ihr Essen und Getränke organisiert? Pro-Tipp, nehmt euch eine extra Person, die das macht für euch, weil ihr seid mit dem ganzen restlichen Wusel, es ist nicht viel, aber es ist genug, ihr seid ausgelastet. Und wenn Leute durstig sind, das irgendwann wäre jetzt mal Essen, cool, dann gehen Leute und dann sind Leute unkonzentriert. Habt das Essen dastehen, habt eine Person, die sich drum kümmert. Räumlichkeiten. Gerade wenn sowas nachmittags, abends macht, vielleicht so als After-Work-Event, so für wer teilnehmen möchte, macht mit. Wir bieten es jetzt einfach so als Goodie an und wer gehen will, geht halt. So what. Habt mal auf dem Schirm, dass ihr irgendwie so, dass Leute vielleicht so Kiddies betreuen müssen, dass Leute sich um andere Dinge im Leben haben. Habt auf dem Schirm, dass so gerade Unternehmen irgendwie gegen Uhrzeiten gerne mal Türen automatisch sperren. Ja, man kann auch wunderbar schön die Einbruchmelde-Alarmanlage auslösen, weil Leute an so einem CTF einfach zu viel Spaß haben und danach noch eine Session dranhängen wollen. Und alle Beteiligten sind so geil, wir haben genug Leute aus der Firma da. Ja, wir können hier weiterbleiben, es ist safe. Ja, aber die Einbruchmeldeanlage wusste von dem Zeug nichts. Und ja, mit so einem Firmenausweis, wenn man da einigermaßen seriös rumrennt, kriegt man da schon, auch wenn da dieses nette blaulicht beleuchtete Kommando auftaucht, dann kann man den da schon erklären, aber ist halt irgendwie nicht geil. Und gerade wenn ihr es in Unternehmenskontexten macht und nicht in eurem Hackspace, schildert aus. Macht Zettel klar dran, wo Leute sich einfach nicht hinverlaufen sollen. Zum einen, weil ihr sie ewig sucht, zum anderen Compliance. Beschildert unbedingt, wo eure Toiletten sind. Büroräume, die sehen alle gleich aus. Macht ein großes Schild, was man vom Gang sehen kann, weil Leute natürlich zu lange sitzen und dann ewig rumrennen und es verdirbt die Stimmung. ja, und ein bisschen hübsch machen und natürlich die Kommunikativdinge. Und kündigt den Spaß an, damit Leute auch eine Chance haben, teilzunehmen. Ja, cool. Alles Wichtige da. Und jetzt kommt natürlich noch genau der Punkt, so Dinge, auf die ihr euch bitte vorbereitet, wenn ihr da was macht. Es wird Infrastruktur kaputt gehen. Ich habe es nicht einmal gehabt, dass das Netzwerk wirklich für alle funktioniert hat. Und das ist, obwohl das in einem internen Netz mit internen Leuten alles gemacht war. Dinge gehen kaputt. Überlegt euch vorher, wie ihr euer Zeug entweder schnell redeployen könnt oder habt mal redundant mal ein zweites Setup aufgesetzt, was einfach so im Hintergrund rumsteht. Und dann so, oh, hoppala, wir haben das kaputt gespielt. Irgendwie tut die Pipeline nicht. Ich sollte jetzt eigentlich neu deployen. Irgendwas ist kaputt. Ich bin in dem Moment nicht da, um die Deploy-Pipeline zu debuggen. Gerade von so etwas, was so one-off ist. Aber dann habt den Backup bereit. Ganz wichtig. Es geht uns um Spaß. Wir wollen nicht eine CDF-Challenge knacken, sondern wir wollen Spaß haben und Bewusstsein schaffen. Habt eine Musterlösung parat. Weil sonst sind Leute stuck und kommen nicht weiter. Und das ist dann sehr frustrierend, wenn alle anderen irgendwie Dinge tun. Ja, mit dem gegenseitig erklären kriegt das manchmal, aber manchmal bleiben Hänge, manchmal sind Gruppendynamik schwierig. Da ist es sehr nett, Leuten so eine kleine Navigationshilfe zu geben, wenn sie dann im Dunkeln verloren sind, eine Taschenlampe in die Hand geben. So, übrigens, guck mal da drüben. Das hilft. Ja, ach, und weil ich es nicht oft genug sagen kann, habt Fallback-Geräte für eure Teilnehmenden. Das ist einfach ein unnötiger Schmerzpunkt an der Stelle.
Ja, jetzt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt seid ihr an der Reihe und sollt bitte schön genau solche Veranstaltungen organisieren und gerne euer Feedback teilen. Danke. Test. Ah ja, super, danke für den Vortrag. Hast du Erfahrung mit Remote-Events oder waren die alle on-site? Es war tatsächlich gemischt. Für Remote-Events, es ist cool, irgendeine gemeinsame Videocall-Plattform zu haben. Idealerweise eine, wo Leute relativ flexibel rein und rausgehen können. Das Problem ist, ihr braucht eine gute Kommunikationskultur. Menschen, die gute Online-Kommunikationsskills haben, die gut aufschreiben, was sie tun, die schnell sich melden, hier, ich bin stuck. Cool. Das Problem ist, bei einer Remote-Veranstaltung, gerade wenn ihr Leute, ihr habt, das Ziel der Gruppe sind Leute, die noch keine Vorerfahrung haben. Denen es vielleicht auch peinlich ist, wenn hier, da sind die ganzen Techies, die reden da irgendwie, für die ist das super selbstverständlich und ich habe hier meine Projektmanager, meine Vertriebler, ich möchte die mitnehmen. Ich brauche halt dann sehr früh diesen Rückkanal. Hey, hier ist wer stuck. Meine Aufgabe während dieser Veranstaltung ist typischerweise eine soziale. Sich darum kümmern, dass Leute miteinander reden und mitbekommen. Und hey, du bist stuck, kann ich dir helfen? Deshalb so, ich habe da bei diesen Events eine kleine Präferenz auf vor Ort. Das liegt aber einfach daran, dass ich da einen Rückkanal habe, den ich remote nur habe, wenn Leute so. Und wenn ich es mit alle Kamera anmache, oh boah, dann fühlt sich das schon wieder so scheiße nach Arbeit an. Habe ich auch keinen Bock drauf. Mit gemischt meinst du aber nicht Hybrid, oder? Weil ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Hybrid. Nee, mit gemischt meine ich die Zusammensetzung des Publikums. Ich habe halt vielleicht ein technisch sehr kompetitiv drinsteckendes Publikum, vielleicht irgendeine Person, die 10 Jahre lang irgendwelche Webservices debuggt hat und dann eine Person, die eigentlich das Ding nur aus der Vertriebsebene kennt und ich möchte, dass die zusammenreden. Ja, aber was ich meine, dass du Leute hast, die remote teilnehmen und Leute, die im Saal sitzen, das ist... Habe ich noch nie ausprobiert, weil es mir vom Setup zu kompliziert gewesen wäre. Das ist auch sehr schlecht mit der Kommunikation. Also. Ja, und ganz wichtiger Punkt, dieser Lagerfeuer-Aspekt. Ich hatte ihn ja schon erwähnt. Dieses Zusammensitzen. Das geht besser, wenn alle die Pizza zusammen haben und hier gibst du immer mal ein Stück Pizza. Das ist da der Vorteil. Weil ja, das Essen ist der Lockvogel, mit dem du Leute, die eigentlich auch sagen, was will ich bei so einem technischen Event, so kriegst du die Leute rein. Cooles Essen, cooles Social-Angebot nebenbei parallel haben. Das ist wichtig. Weil du willst ja ein Bewusstsein machen bei Leuten und Leute dazu bringen, mit einem Thema sich zu befassen, mit dem sie nichts zu tun haben sonst und von dem sie auch keinen unmittelbaren Benefit haben. Ja. Tatsächlich habe ich ein bisschen gemurgelt. Ja. Ich habe zwar keine Pizza, aber ich habe hier ein kleines bisschen Schokolade gemopst. Ich hoffe, dass mir Leute das nicht zu übernehmen. Hoppala, das ist mein Earplug, das kommt nicht rein. Ja, genau. Und das Durchgeben funktioniert. Sehr cool. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich schieb das so außerhalb der Kamera. Ich hätte noch eine kurze Frage. Wenn ich das an einer Hochschule anbieten möchte, bei der ich primär Informatikstudierende habe, die vielleicht mal eine IT-Sicherheitsvorlesung hatten, wäre das passende Format oder dann lieber gleich auf CTF gehen? Wenn du so eine Hochschule hast, wo du das Thema, du hast ja ein krass anderes Vorwissen und das bei der Vorsektion, da bist du im Wesentlichen in diesem Raum hier angekommen. Hier kannst du ein CTF hinstellen, deployen. Es ist hier ein sehr schöner CTF deployed und der macht Spaß und ich bin immer noch super schlecht darin, aber es ist nicht mehr die Gruppe, diese Gruppe hier möchte ich vor allen Dingen erreichen mit Leute, redet mit den Leuten, die nicht in dem Bereich sind, weil die Anforderung ist nicht, dass meine ISMS-Menschen im Nachhinein irgendwelche Pentests fahren können. Also witzigerweise habe ich jetzt einen in meinem Umfeld, der genau gerade in die Richtung sich entwickelt, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Leute mitbekommen, oh, das ist ein Thema, das ist wichtig und oh, das kann man wirklich so leicht ausnutzen. Also leicht halt bei leicht, ist halt immer abhängig vom Wissen. Gut, alles klar, wir haben keine Fragen mehr. Dann dir vielen Dank für das Vorbereiten für den Vortrag. Danke. Jetzt seid ihr an der Reihe.